Der Film ist ja nun ein wirklich extrem komplexer Film, wie gesagt, ein sehr intelligenter Film, der einen wunderbaren Kommentar zum Kunstsystem darstellt, der eine wunderbare Verquickung von Text, von Subtext, von Text und Metatext, von Realität und Surrealität darstellt. Vielleicht eine ganz triviale Frage zum Anfang: Wie kommt man darauf, so einen komplexen, faszinierenden Film zu schaffen? Ich meine, was waren die Beweggründe? Wie hat sich das entwickelt, dieses Projekt? Wir haben ja gerade schon gehört, Sie haben ja einige Jahre dran gearbeitet. Wie hat sich sowas entwickelt? Ja, ich habe auch eigentlich seit Dezember letzten Jahres mitbekommen, wie der Text von Lorenz Rickelt sich entwickelt hat. Also ein erster Text wurde schon im Dezember auf der Tagung Offensiv experimentell in Hamburg gehalten. Aber dieser Text ist ähnlich wie ein Film beim Schnitt, sozusagen auch mit verschiedenen Layern versehen worden und auch einfach nochmal anders kontextualisiert worden. Also da möchte ich mich ausdrücklich für bedanken. Und in diesem Text sind natürlich, und ich freue mich auch, dass wir zusammen mit dem Film, diesem Film, mit der Kunst von Susanne Weyrich, mit dem Film Art Girls und mit Texten und Vorträgen eine gewisse Form von Öffentlichkeit herstellen können, die mit dem zu tun hat, was du, glaube ich, ganz präzise also in ein Feld gesetzt hast. Es darf nicht mehr ein asoziales, reines Tagträumen sein. So, es kann auch nicht auf einfachem Wege sofort ein präsentierbarer Wunsch sein. Es muss aber in irgendeiner Weise ein Wunsch werden, der mit diesem kollektiven Erzählen zu tun hat, darf aber nicht allein literarisch oder ironisch bleiben. Also so, das ist ja ein Anspruch drin. Und insofern, und genauso ist dieser Anspruch auch, und das hast du dankenswerterweise auch, ich habe es auch zum Heuten, also das heute konnte ich es auch dem Englischen sehr gut folgen, das hast du ja dankenswerterweise auch gesagt, dieser Anspruch, Dinge zu testen und wieder beweglich zu machen, die vielleicht auch in unseren Biografien fixiert sind, der steckt ja auch in der Medienkunst drin, in einer Weise, wie es in Filmen nicht so ohne weiteres möglich ist. Und insofern war die Idee, also eine wirklich, also manche Leute haben ja entweder Visionen im Vorfeld, dass sie sagen, ich habe eine Vision, ich muss diesen Film machen, dann muss ich sagen, habe ich nicht und haben wir eigentlich auch, glaube ich, so nicht. Und es sind auch die Tonleute, also das ist ein sehr begnadeter Tonmann hier dabei, Silvio Naumann, der das auch gemischt und alles über Jahre begleitet hat, der fragt am Anfang auch, was ist deine Vision? Und das setzen wir jetzt um. Und dann habe ich gesagt, nee, da gibt es keine anfängliche Vision. Es gibt aber den Wunsch oder ja, also es ist eine Erfahrung, die man bei vorherigen Projekten gemacht hat, diese gerade angesprochenen Dinge in einen lebbaren Zusammenhang zusammenzubringen. Und das geht am besten mit Film. Und Film ist auch die beste Methode zu hoffen, dass irgendwas von diesem Wunsch oder von diesem lebbaren Zusammenhang, so wie jetzt, egal, also wir sind gerade eine gute Runde, das ist sozusagen für ein Warm-up genau passend, also sozusagen, wir haben ja diese drei verschiedene Veranstaltungen kombiniert, die waren auch immer unterschiedlich, auch so vom von der Anlage her. Es ist also eine Möglichkeit, diesen Wunsch dann eben auch unabhängig von der eigenen Präsenz, also unter modernen Medienverhältnissen auf die Reise zu schicken. Ich glaube, das war das Motiv, diesen Film zu machen, weil ohne das Differenzierungsvermögen, was jetzt Lorenz Rickels in seinem Vortrag beschrieben hat, und ohne das künstlerische Differenzierungsvermögen und auch diese lustvolle Testenergie, sagen wir mal, die in der Medienkunst drin steckt, hätte es diesen Film nicht gegeben und dann wäre der auch nicht so formenreich geworden. Also hätte er auch nicht so oft umschalten können und dabei vielleicht ab und zu mal auch eine neue Umschaltform entdecken können. Also das wäre die Antwort. Und das, naja, so. Also in jedem Fall ist dieser Film dann auch quasi auch im Nachhinein entstanden, nachdem der Hauptfilm sozusagen, der Art Girls Film, fertig und sozusagen überstanden und überlebt war auf eine Art auch. Das heißt, er fängt jetzt erst an als Film zu leben, aber der Produktionsprozess wurde überlebt und dann ist dieser mit mehr Standbein Spielbein gemacht. Also die Frage, da würde ich auch gleich nochmal fragen, also die Frage nach Ironie, nach Freude, die da drin ist, oder Proportionen von Ironie, Freude, Heiterkeit oder wann und wo ist die möglich, nicht nur in der Medienkunst, sondern eventuell auch in dem Film, das wäre
betrifft den Status der Ironie in deinem Vortrag. Das wäre und die, das Verhältnis zwischen Wörtlichkeit und literarischer Struktur im Film, die du erwähnt hast. Also das wäre vielleicht eine Frage, die ich gerne weitergeben würde. Ob da nicht auch, also wenn ich es richtig verstanden habe, dass sozusagen in der filmischen Welt letztendlich einer gewissen Nicht-Authentizität aufgrund von, weil es sich um eine Montage von verschiedenen Formen von Ironie handelt, nicht zu entgehen wäre. Da bin ich nicht so ganz sicher. Vielleicht kannst du den Punkt nochmal präzisieren, sodass ich ihn verstehe, dahingehend, ob da nicht doch manchmal, also entweder nur gewünscht oder beschworen, sozusagen so postironische Zustände drin sind. Ich hätte welche gesehen eben. Also weil ich das inzwischen ja auch schon dankenswerterweise ein bisschen von außen betrachte. Gerade weil also nicht die Rückkehr zu etwas Authentischem, sondern eine Konstruktion, in der jedenfalls ohne eine Ironie, die ich benennen könnte, gesagt, hier wird jetzt gewünscht, dass die richtige Karte finden. Und das ist nur eine einfache Metapher oder eine Allegorie, Allegorie. Es ist nur eine simple Metapher, es ist ein ganz unironisch formulierter Wunsch. Ja, also es gibt so viele Vorstellungen von Ironie, da werden wir uns jetzt nicht aufhalten. Aber ich meinte ganz krass, es geht ja in beiden Filmen um eine Wunschvorstellung, die sich in der Masse realisieren soll, egal wie man das jetzt nennt. Wir können das Gleichschaltung nennen. Also die Gruppe ist ja verkörpert, utopische Möglichkeiten, gehört der utopischen Zukunft, womöglich, aber ist auch die starke Erinnerung an die nähere Vergangenheit, wo all diese Requisiten falsch standen, sagen wir mal so. Und war ganz krass, das Ironische für mich bei Angel in Chains, ist, dass ja Charles Manson ein Zitat aus Kalifornien ist, aber auch von Hitler irgendwie. Und so wird ganz direkt eben diese Vergangenheit, die man schwer entkommt, inszeniert. Und das ist ja, was Paul de Man zumindest mit Ironie bezeichnen will. Jetzt weiß ich nicht, ob ich irgendwas beantwortet habe. Ich glaube, ich würde mir noch, trotzdem du befürchtet hast, dass es hier nur um die Intentionskiste geht, vielleicht doch noch mal ein bisschen zurückspringen zu der Frage, warum wir den Film gemacht haben. Weil du hast ja jetzt den Vorteil, dass du beide Filme kennst. Also ich glaube, die meisten aus dem Publikum können das ja gar nicht kennen. Und einer der Punkte, warum wir den Film gemacht haben, das muss ich jetzt aber doch noch mal sagen, weil es war der Grund, weil wir zeigen wollten, wie eigentlich Kunstproduktion wirklich aussieht oder so ein künstlerischer Alltag. Also das war einer von den ersten Gedanken. Und da würde ich jetzt gerne an dieser Stelle auch mal sagen, dass ich sehr dankbar oder wir beide sehr dankbar darüber sind und uns sehr freuen, dass diese Diskussion und die Projektion von dem Film ausgerechnet im Zusammenhang von der oder während der Lynn Hirschman-Ausstellung stattfindet, weil ganz viele Themen, die in dem Film vorkommen, ja auch in dieser fantastischen Ausstellung behandelt werden, also als eine der Pionierinnen von der Medienkunst, die sich auch eben mit einem sehr feministischen Blickwinkel für Frauen einsetzt. Ich glaube, sie hat 1977 eine Ausstellung kuratiert, die hieß Herata mit einem H in Klammern, also eigentlich der Fehler. Und da wurde nur Kunst von Frauen ausgestellt. Also ein ähnliches Projekt, was eben in diesem Film auch Peter Maturana vorhat. Und diese Intention, wie man so will, oder dieser Wunsch,
ist dann im Laufe des Films überholt worden, weil es ging dann plötzlich nicht mehr um die Darstellung von Kunst oder auch um die Darstellung des Prekariats, in dem man sich als Kunstproduzentin oder Kunstproduzent doch häufig befindet, weil wen würde das angesichts der sozialen Situation, die überhaupt herrscht, ausgerechnet bei einer Künstlerin interessieren. Und so hat sich das dann eben weiterentwickelt. Ja, und erst aus einem Science-Fiction heraus schien es dann möglich, also den Soap-Aspekt in der Kunstproduktion an die richtige Stelle wegzudrücken und dann eher zu fragen, wie kann man sie in diesem, also wo ich dir auch unbedingt zustimmen würde, also wie kann man in dieser Montage von verschiedenen B-Pictures erstmal oder aber die mit Zwischenräumen eben auch, die man nicht so leicht bestimmen kann, wie kann man sie darin zu Echo-Beziehungen bringen? Und tatsächlich würde ich sagen, diese gewisse Freiheit, ich habe öfter gesagt, also eine, wenn man mal sagt, geäußerte Intentionen, die natürlich auch immer eine Projektfinanzierungspolitik sind. Eine war zu sagen, in der Medienkunst ist mehr Freiheit drin im Augenblick in Deutschland als in den filmisch-literarischen Erzählungen, die in diesem Land möglich sind. Also müssen wir durch die Behauptung, wir machen halt einen Film über drei Künstlerinnen, Teile dieser Medienkunst in den Film reimportieren, also sozusagen die Kunst, die künstlerische Freiheit so importieren und dadurch dem Film mehr Freiheit geben, eine Differenzierung zu entwickeln, wo man dann zum Beispiel sagen kann, ja, das würde ich unterstreichen, was du gerade gesagt hast, wir haben bei den Dreharbeiten, das war auch nicht intendiert, das war auch ein Test, das Gefühl gehabt, dass wir diese Gruppenkonstruktion, die du gerade angesprochen hast, in der jüngeren Vergangenheit, die eindeutig angesprochen ist, wenn man sagt, seid ihr synchron? Und dann sagen die, also ich bin wir. Das ist schon, also das ist eine Sache, die mit vielen Resonanzen. Seid ihr synchron? Seid ihr synchron? Ich bin wir. Trotzdem haben wir beim Drehen, und das war ganz erstaunlich, zwischendurch hatten wir auch mal die Idee, bei so einer christlichen Gruppe angekommen zu sein, als auf einmal alle das Drehbuch gleichmäßig mitsprachen. Ich sage, aber das kenne ich schon, das kenne ich irgendwoher. Also da war dann so ein Choral im Raum oder so. Ja, dass die das. Und dann hatten wir aber auch, das hat sich so beim Drehen ergeben, ich würde mal sagen, das Gefühl, dass zwei, drei andere Gruppenkonstruktionen auch da sind, die in der, also wo die Elemente anders verschoben sind und gewisse Elemente auch diskutiert werden, ne? Also die Führerposition oder die Avatarposition oder Neo in Matrix, das sind ja nun absolut aktuelle Dinge, aber wie kann man dann, also wie kann man, ohne sich völlig die Finger zu verbrennen, da diese Dinge neu arrangieren? Und insofern fand ich ja sehr interessant zu sagen, und da habe ich eine Frage zu, dass der Sachs, Hans Sachs, den du erwähnt hast, im Übergang zwischen Fantasizing und sozial präsentierbaren Wünschen oder auch vielleicht eben auch nicht nur präsentierbar, sondern einfach sozial gereiften, also irgendwie intelligenteren Wünschen, ein mittleres Genre konstruieren musste, nämlich den Mutual Daydream. Und da hast du nur gesagt, den kann man daran erkennen, dass wenn zwei Kinder losrennen, dass sie adieu losrennen. Es gäbe aber noch viele, viele andere Beispiele. Und es würde mich sehr interessieren, welche medialen Beispiele dafür gibt. Oder in welchem Medium wird ein Mutual Daydream sichtbar? Also wenn nicht in der L-Strahlung. Ja, folie à deux. Folie à deux. Nein, ich habe keine weiteren Beispiele. Das war mein Beispiel gar nicht von Hans Sachs, dass wenn Kinder von zu Hause wegrennen, dass sie das meistens zu zweit machen. Einer hat die Idee und dann ist es plötzlich die Idee auch von dem anderen Kind. Das ist so praktisch, was er beschreibt. Aber das ist eine Zwischenstufe, die er für seine Evolutionstheorie der Entwicklung der Kunst oder der Öffentlichkeit, wie man will, aus dem Wunschdenken der Tagträumereien. Also auch evolutionär ja, zu verstehen. Ja, das betont er so. Ja, und zu dem Angels in Chains, was du eben angesprochen hast, dass das ein Souvenir von Manson ist. Also die Arbeit ist entstanden für eine Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle, die hieß Manson, der Horror der Situation. Und da ging es also um
den Umbruch 1969, also dass das nach den Blumenkindern sozusagen in den Horror umgekippt ist und eben ganz stark auch um Führerpersönlichkeiten wie Charles Manson. In der Installation, die die drei Mörderinnen als praktisch als Girlie-Band inszeniert, ist Herr Manson gar nicht da, sondern wird eigentlich repräsentiert durch das umgekippte Mikro, was auf der Bühne zu sehen ist. Also es ist sozusagen eine führerlose Band. Man hört ihn praktisch im Hintergrund singen und das ist auch seine Musik, aber er ist als Person gar nicht da. Das fand ich jetzt eigentlich nicht ironisch, sondern... Im Film finde ich es aber ironisch. Im Film ist es... Es stimmt. Ja, im Film könnte man das ironisch sehen. Im Film steht es auch für ganz viele andere führerlose Gruppen. Und auch dadurch, dass sich die Blasen aus dieser Installation weiterentwickeln, sagt das ja auch ganz viel über so eine Körperkonstellation in dem Film. Das finde ich gerade an der Stelle, macht sich der Film da sehr selbstständig und entwickelt dieses Kunstwerk weiter als... die Figur Peter Maturano vor einem nackten Tänzer tanzt und dann als Blase nochmal von links ins Bild reinkommt und sich selbst kommentiert. Also da sind dann schon so viele Ebenen in diesem Film, dass man sagen kann, an der Stelle bedient sich der Film auf sehr positive Weise an der Idee des Kunstwerks und entwickelt das weiter. Und das ist eine sehr, finde ich, sehr schönes Beispiel, wie sich der Film und die Kunstwerke, die darin auftauchen, miteinander unterhalten haben und sich gegenseitig beeinflusst haben. Und wenn man das jetzt ohne den Hintergrund sieht, was ich mir schlecht vorstellen kann, weil ich kenne ja den Hintergrund, aber ich versuche es mal, wenn man also nicht weiß, welche Kunstwerke in diesem Film auftauchen, dann könnte man es auch einfach als eine Projektion von Leuten aus der Halle zum Beispiel verstehen. Also ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, es gab diese trommelnden Hände, diese Kinderhände in der Kunsthalle, wo die ganzen Verletzten lagen. Das ist zum Beispiel ein Videokunstwerk von Viktor Alempjew, wo Kinder ein Sommergewitter herbeitrommeln. Zumindest wird das in dem Video sehr eindringlich behauptet. Das passte thematisch sehr gut zu der Idee des Films, deshalb habe ich es für diese Szene in diese Ausstellung hinein kuratiert. Also ich habe eine Ausstellung zusammengestellt, die in dieser Filmszene funktionieren musste, und zwar so, dass noch ein Krankenwagen auf einer Rampe hineinfahren konnte in die Ausstellung und dass das von verschiedenen Kamerapositionen aus gut aussah. Es war also nicht im klassischen Sinne eine kuratierte Ausstellung, die sah als Ausstellung ohne die ganzen Kranken und Verletzten und die Feuerwehrleute sah es sehr karg aus, aber es musste eben auf diese einzelnen Kamerapositionen zutreffen. Auf 200 Verletzte, auf Mitarbeiter vom Technischen Hilfswerk und vom Roten Kreuz. Auch da hatten die ja wieder eine eigene Logik, aber nicht wirklich ein Führer, sondern die haben einfach das gemacht, was sie können, nämlich Fieber messen. Und das haben sie dann durchgehend während dieses Films gemacht. Aber es hat sich jetzt niemand mit den anderen unterhalten, was sollen wir denn jetzt machen? Ich würde nur, ich meine, ich will das ist jetzt nicht kleinkariert diskutieren, aber ich fand, dass Angels in Chains in der gesamten Resonanz nicht führerlos. Also erstens heißt die Fernsehserie Charlie's Angels, das nennt ihn ja schon. Und die haben ja musikalisch ausagiert vor dem Gericht, irgendwie telepathisch mit ihm verbunden. Alle haben so ein Kreuz, oder war das sogar ein Hakenkreuz irgendwann mal, aber so ein Kreuz. Bei ihm war es ein Hakenkreuz. Die haben sich so also mitsigniert in seinem Namen. Also ich hoffentlich wäre eine anscheinend führerlose Frauengemeinschaft nicht immer getragen von einer internen Beziehung zu einem Führer. Das wäre dann die Frage, die aufzuwerfen wäre. Ja, das ist wahrscheinlich eine Frage und das ist eben doch das Schöne an deiner Art, sozusagen mit Psychoanalyse den Filmen auch zu Leibe zu rücken, die ich mir vor ein paar Jahren überhaupt nicht hätte vorstellen können.
muss ich mal sagen, weil ich klassisch geprägt bin durch Jean-Marie Straub und der hat gesagt, sozusagen die Künstler im Kunstwerk zu suchen, ist 19. Jahrhundert. Normalerweise hätte ich gesagt, das geht gar nicht. Und, aber jetzt auch wieder bei diesem Vortrag scheint mir irgendwie diese Mischung zu stimmen. Also was ist einfach, was wird einfach von herumlaufenden Personen gemacht und was ist aber statistisch, was ist überindividuell, was hat mit diesem plötzlich zu tun, was wir gar nicht erklären können, weil wir kennen ja gar nicht alle Medien, in denen wir unterwegs sind. Und insofern würde ich auch sagen, diese Vermutung, okay, da steckt am Anfang ein Charlie's Angel, da gibt es ein umgeworfenes Mikrofon und eine abwesende Instanz. Aber das ist auf jeden Fall eine Frage, die kann man sich nochmal genauer angucken, weil irgendwann treten da ja auch diese beiden Erzähler drin auf, die in dem Film sind. Und ich glaube, dass, also es ist nur eine, vielleicht ist es auch nur ein Wunsch, aber ich glaube, dass dann eigentlich die Komplizierung der Erzählfunktion oder auch die Bereicherung der Erzählfunktion, die in dem Kunstwerk gelungen ist, dann so auf den Film ausstrahlt, dass man da keinen einzigen autorialen Erzähler, sei er gut, böse oder Führer, noch drin hat. Und der, der sich da präsentiert, so zwischendurch der Regisseur, hat eigentlich auch nur noch einen Plan neben anderen. Weil genau dieser Plan, dass literarisch, verbal die kollektiven Erzähler da in Göppingen in der Kunsthalle loslegen würden, er hat sich ja nicht so richtig erfüllt. Das sieht man ja, die Statements sind ja alle, das ist eher karg, was wir da so alles so zusammensuchen mussten. Ja, also mir ist das eigentlich ziemlich unangenehm. Es war voll sexuell. Ich habe in einem Kunstkatalog geblättert und ehe ich mich versah, war ich auf einmal mitten im Bild drin. Aber in dem Moment, in dem Sie etwas Drittes gemacht haben, das ist vielleicht auch was Unironisches. Also etwas kommt da absichtsvoll, ohne jede Ironie, die Klaviermusik. Das ist nur eine Intention. So, aber machen Sie ja was Drittes, indem Sie anfangen, sozusagen diese Ruhe und Konzentration, die Sie haben, wenn Sie da messen, Blutdruck und so weiter, übertragen auf die Karten, die Sie da durchgehen lassen. Und da waren 7 Studenten mit 10 Kameras sozusagen, haben das gefilmt und 40 Leute haben ungefähr 20 Minuten lang dieses Tarotkartenspiel im Kreis laufen lassen, bis die richtige Karte oben drauf war. Das war auch, dieser Moment hatte auch plötzlich was Religiöses beim Dreh. Auf einmal war totale Ruhe. Aber ich glaube, im Film ist es also eine Übersetzung von dieser kollektiven Erzählidee, die tatsächlich diese Gruppe ernst nimmt, in einer Weise, die vielleicht zu der Hoffnung berechtigt, dass also dieser Kampf zwischen, diese Limitierung auch der Gruppenpsychologie, die du ja schon vielfach beschrieben hast, in der Art und Weise, wie wir von Technologie abhängen, dass es da vielleicht doch noch zwischen dem Fast-Track der Technologie und dem Slow-Track von solchen interpersonalen Übungen, Sprache, Liebe, Imagination, dass es da doch noch mehr Baustellen gibt. Mhm. Also das ist eher so eine Vorstellung, die ich jetzt zum Beispiel Herr Beitin eben Case of California angesprochen hat, die man für die praktische Arbeit zurückgewinnen kann, weil man sich sagen kann, es muss da irgendwo Landschaften, Tankstellen, Baustellen, Unterbrechungen zwischen diesen, die man sich topografisch vorstellen kann. Mhm. Und das führt mich eigentlich zu der Frage, ob denn die Rolle der Animationstechnologie, die in diesem Film drin ist und die normalerweise immer als unkünstlerisch verfilmt ist und mit der du ja auch einen speziellen realen Kampf hattest, also zwischen Kunst und Animationsfraktion in der Filmherstellung, wie die Rolle der 3D-Animation, die sagen würden, sie haben ja was Drittes geschaffen, nicht die kollektiven Erzähler, sondern sie haben noch was Drittes geschaffen. Also welche Rolle würde das in deiner Beschreibung spielen? Also dass diese Kröten zum Beispiel und diese Wesen. Ja, zurück zu dem Fantasy-Thema. Der erste Fantasy-Film überhaupt war ja ein Animationsfilm, Schneewittchen und die 7 Zwerge. Also das würde zu dieser Ebene des Zitierens von B-Pictures auch gehören. Also ich finde, das passt absolut. Disney ist ja auch so eine Figur der Fantasy-Unschuld mitten in der Geschichte, die vielleicht eine Geschichte, die sich besser erinnert als Disney selber an verschiedene Kontexte seines Schaffens. Aber ja, also das Einzige, was ich mit Ironie meinte, ist, dass man kann nicht einfach multiplizieren und dann glauben, dass man durch Komplexität sich entfernt hat von verschiedenen
Problemen, sondern man muss erstmal Zeit gewinnen. Und die Ironie gibt Zeit. Also das finde ich das... Wie das Paradox. Das finde ich das Wesentliche an dieser Internalisierung, aber auch Disseminierung von Angel in Chains, ist, dass es das Problem sofort adressiert und daraus entwickelt, ja, viele Ebenen und Positionen, aber viel wichtiger eben, es ist ein Platzhalter für die Gewinnung einer Zeit zu reflektieren. Ja, das finde ich sehr interessant, zumal dieser Film ja im, also jetzt in der Film, in der aktuellen filmkulturellen Situation in unmittelbarer Konkurrenz steht zu einer dominanten Tendenz, Filme Slow Cinema, also Filme immer langsamer zu machen, mit immer weniger Einstellungen und sozusagen auf eine ganz andere Art und Weise Zeit zu gewinnen. Also wäre das sehr interessant, dem Punkt nachzugehen, wofür wird diese Zeit gewonnen und welche Methoden öffnen dann denn die Aussicht darauf, dass es dann irgendwann doch vielleicht, sagen wir mal, du würdest sagen, zu einer Übertragung, ich würde sagen, zu einem Ereignis, in einem Sujet kommt, dass, ne, dass sich da wirklich was verschiebt. Und wo ist diese Chance dann eventuell auch in gewisser Weise von diesen literarischen Vorgaben befreit? Weil bei diesen fliegenden Kröten würde ich dir hundertprozentig recht geben und bei vielen Dingen, dass sie zu 80% oder was weiß ich, also in verschiedene Kontexte eingespannt sind, die man genau als B-Picture beschreiben kann. Aber ich habe bei der Arbeit an dem Film eine praktische Erfahrung gemacht, die ich vorher mir auch gar nicht ausdenken konnte, deswegen hat das ja auch so lange gedauert, dass man sehr genau bestimmen kann an diesen Kröten, je nachdem, wie die da einen Schwarm bilden oder wann die das eine Auge hochheben oder nicht hochheben, wann sie unheimlich sind, wann sie lustig sind, wann sie wie physische Körper im Wind sind. Also ich habe dann bei der Arbeit festgestellt, dass, diese, dass gerade diese eigentlich profanen, lustigen Disney-Kröten aus mindestens 8 Layern von Animiertheit allerdings natürlich bestehen, die aber teilweise auch mit dem, was wir normalerweise Animationsfilm nennen, nichts mehr zu tun haben und mir so ein Composite zu sein schienen, was auf eine Art und Weise auch aus diesem Disney-Raum zwischendurch so in einen Psycho-Fiction-Raum reinfliegen kann und dann ist es auf einmal wieder dieses Plastik, dann antizipiert es aber das Glück, was du erwähnt hast, was in diesen Zeitlupe-Bildern manchmal drin ist. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, als ob die diesem B-Picture-Schema momentartig auch entfliehen und damit einen Anspruch in den ganzen Film richten, auch an die Menschen, die vor der Kamera stehen, dass sie nicht mehr so als ganze echte Menschen da so semi-naturalistisch rumlaufen können. Mhm. Also wäre auch eine Frage, der ich davon ausgehend nochmal irgendwie gerne nachgehen würde, wenn der Artgirl-Film, der das ja alles nochmal anders und auch der andere Film, das ist auch nochmal ambivalenter. Also das war jetzt tapfer auch, muss ich nochmal mich unserem Fachpublikum, meinem Fachpublikum bedanken. Auf diesen Stühlen geht es, glaube ich, gerade mit 70 Minuten, aber es ist auch tapfer mit 70 Minuten. Vielleicht nur wegen der guten Projektion und im richtigen Kino. Also das heißt, wenn der Ton jetzt auch aus 5 Ecken kommt und so, da braucht man halt diese weichen Sessel und man sieht das Ganze nochmal anders, weil das ist vielleicht Ironie oder ich weiß es nicht, dass diese beiden Filme sich auch so ein bisschen angreifen. Also es hängt davon ab, in welchem Abstand man welchen Film als ersten gesehen hat zum Beispiel. Das führt dazu, dass man das beide Filme zusammen sehr unterschiedlich sieht. Aber dadurch kann man sie, weil sie unterschiedlich kommen und der Kinofilm ab jetzt, ab 9. April, auch 5 Monate im Kino immer mal wieder mit ein paar einzelnen Vorstellungen präsent ist, kann man die wechselseitig aufeinander beziehen. Ja, das wollte ich nur noch mal sagen zu dem Raum, den wir versuchen zu erschließen, in dem auch einzelne Elemente von dem, was wir zum Beispiel zu das Thema Animation, nicht, wie hattest du gesagt, Ödi-Pädagogie, wie hieß das? Ich hatte Lorenz Rickels zur Mitarbeit aufgefordert in einem E-Learning-Kurs, der natürlich eine künstlerische Appropriation des E-Learnings ist. Sonst ist das hochschultechnisch nicht gewollt. Aber du hattest es genannt Ödi-Pädagogik. Also Pädagogik. Ödi-Pädagogik. Ödi-Pädagogik, ja. Ödi-Pädagogik.
Ja, so jedenfalls wird da versucht, das etwas zu vermeiden und auch eher also als kollektive Erzählung zu machen. Aber man geht diesen einzelnen Dingen nach. Also zum Beispiel Animation, was passiert, wenn man sich in 3 Folgen nur damit befasst, wie das eigentlich entstanden ist und welche Layer eingebaut sind. Und welcher von diesen Layern verbindet sich mit etwas in dem Film, so wie die Kunstwirkung oder Angels in Chains, was dann dem Disney-Schema oder auch dem Fantasy-Schema vielleicht entfliehen kann. Also ich finde deine Betrachtung öffnen eben auch so differenziert, dass man dann sich überlegen kann, auf welche Elemente können sich auch davon sozusagen herausstellen. Also für mich ist eben interessant, dass unsere zweite Natur, das heißt unsere eigentliche Natur, ist Tagträumereien gewidmet. Also bevor es Medien gibt, bevor es Kunstschaffen oder Produktion gibt, gibt es eben diese Wunschfantasien, ständig, die wir kaum mitteilen können. Das ist ja unsere zweite Natur. Und obwohl ich hier gern sehe, dass hier produziert wird in den Filmen, Kunst geschaffen wird, sieht man aber auch, dass bevor es Künstlerinnen gibt, zum Beispiel, gibt es ein Mädchen oder junge Frau, die sich wünscht, Künstlerin zu sein. Also wie diese Wünsche sich manifestieren, ist etwas, was ich in diesem Film, finde ich, gut beobachten kann. Ich finde das ein Thema. Das ist vor den Medien, vor dem Schaffen. Und vielleicht hat das irgendwas mit dem Digital danach zu tun, da will ich jetzt nicht hin. Aber dass man auch zurückkommt auf diese Natur der Tagträumereien, in der wir situiert sind, ständig sozusagen. Das ist die erste sogenannte Vermittlung. Da gibt es auch unmittelbar, ich weiß nicht, ob du jetzt zum Beispiel diese Stelle meintest, aber in der Kunsthalle, wo die ganzen Verletzten liegen und auch Nikita aufwacht, da wacht sie in ihrem eigenen Kunstwerk auf. Also das ist ja das ist eine Videoinstallation von 2005, in dem sie die Hauptrolle spielt. Also sie spielt einen Avatar auf 5 verschiedenen Leveln. Das wird ja auch im Film gesagt. Sie darf nicht angesprochen werden, weil sie noch gar nicht ganz da ist und man nicht weiß, wie sie darauf reagiert. Und ich habe es jetzt nochmal im Film gesehen, dass sie sich praktisch hinterher sieht. Also ist ja meistens von hinten zu sehen, weil eben die Videoinstallation auf einem Computerspiel basiert, wo man diese Ego-Shooter-Perspektive oder wo ich es angestrebt habe, dass man diese Ego-Shooter-Perspektive hat. Und sie also von hinten mit einer Steadicam verfolgt wird. Und genau so sieht sie sich praktisch in der Vergangenheit zu. Also sie ist ja mittlerweile auch, wann haben wir das gedreht? 2010, da war sie ja auch schon 5 Jahre älter. Das kam auch noch dazu. Aber sie hatte auch schon von vornherein 5 verschiedene Entwürfe von sich. Könnte man ja sagen, ist wahrscheinlich, ja. Es ist so ein Aufwachen vielleicht in dieser vorgeschalteten Ebene, die du beschrieben hast. Da sieht man, oh, da bin ich aber mächtig mit Wunschproduktion unterwegs gewesen. Und genauso wie diese Kinder, die da rumrennen. Ja. Frage? Also gibt es mit Sicherheit. Eine Frage. Einfach so ganz schlichte Frage erstmal stellen. Also wir als Zuschauer, oder ich gebe jetzt einfach mal so meinen Eindruck wieder, wir sehen ja etwas jetzt, was eigentlich ein Kommentar zu etwas ist, was wir nicht haben. Ne? Also das ist ja so ein bisschen sozusagen die Herausforderung an uns Zuschauer. Wie ist es eigentlich, wenn man über letztlich einen Kommentarfilm oder eine Kommentarfunktion zu einem Referenten, der eine Leerstelle ist, also das beobachtet. Und dann ist es mir so gegangen, dass ich dachte, so, woran kann ich mich jetzt eigentlich halten? Und dann gibt es, glaube ich, so einen ganz spontanen Zuschauereffekt, der hält sich immer an einen Erzähler. Ne? Und dann ist man ganz dankbar, wenn man diese auch aus Fotoromanen vertraute Figur denkt, also die bringt mich schon durch.
Und alles, was ich sonst beobachte, ist prima, sind so meine Entdeckungen. Und dann aber am Ende sehe ich irgendwie, ja, das funktioniert ja auch überhaupt gar nicht. Das heißt, ich habe genau sowas wie den absoluten Taumel, also was so früher beschrieben ist bei den Panorama, bei den Bildern von Turner, dass so eine Pointe ist, ich habe keinen Grund, keinen Boden, und dadurch kommt das Ganze, also sozusagen die ganze Konstruktion erweist sich, und das ist natürlich unheimlich anregend und spannend, weil ich immer gucke, wo kann ich denn jetzt Boden gewinnen, oder was mache ich denn jetzt, was beobachte ich denn jetzt? Und dann bin ich mal bei den Klamotten, dann finde ich, ach, das ist ja prima, das ist ja so eine Art Vintage-Fashion-Show da, jetzt gucke ich mal, wie sind die angezogen, also wie so Kleiderpuppen und so weiter. So dass ich aber im Grunde genommen in so einem, also eigentlich mich selbstständig mache und sage, es interessiert mich jetzt überhaupt nicht, was der Hauptfilm vielleicht zeigen wollte, sondern also ich nehme das jetzt mal so als eine eigene, wie so ein Selbstläufer, der selbst ja mit seinen vielen Prothesen irgendwie, aber dann doch irgendwie laufen lernt. So allein. Und ein Unterschied war, dass ich, also dieses Thema Tagtraum ist doch aber so auf dieser, also entweder Freudschen Achse oder überhaupt, wie, aber ist, dass es doch ein Zentrum gibt. Also ich bin doch im Tagtraum immer sozusagen der, der wünscht und fantasiert. Und ich denke, das wird, und hier natürlich wird gesagt, wir sollen doch kollektiv fantasieren. Aber das würde ich sagen, ist so eine Frage, die für mich aufgetaucht hat. Also wie genau soll das gehen? Denn egal, wie das konstruiert ist, aber als Wünschender oder Träumer bin ich doch immer Herr meiner Wünsche. Und da wird mir jetzt gesagt, also das kannst du jetzt mal grad vergessen und das musst du durchstreichen. Was bekomme ich stattdessen? Und dann würde ich sagen, dann bekomme ich stattdessen einen ziemlichen Taumel. Also nicht gerade subjektlosen neuen Raum, aber sowas in diese Richtung geht das ja schon. Und das ist ein ziemlicher Hammer, würde ich erstmal sagen. Keine Ahnung, ob ihr... Ja, das fand ich sehr, haben Sie sehr schön... Also diesen, kann man das Erzählstrang identifiziert, dass man ja, dass man die Position des Wünschens immer einnehmen kann in dem Film. Das ist mir auch aufgefallen. Also für Freud ist es nicht so, dass dieses Wünschen, dass diese Tagträumereien einfach veröffentlicht werden, sondern sie müssen eine Änderung durchmachen. Irgendwie müssen, Hans Sachs nennt das eine Evolution sogar, irgendwas muss geschehen. Denn unsere Tagträumereien sind peinlich. Sie gehören einem Narzissmus an, der auch langweilig ist für andere. Also was außerhalb liegt für Freud, er nennt das einfach Dichtung, aber in diesem Film wäre das dann Kunst. Kunst ist dann diese kollektive Erzählweise, die aber von den Tagträumereien dennoch schöpft. Die Hauptsache bei den Tagträumereien natürlich ist diese Allmacht, die Freud nennt, diese narzisstische Macht, die wir spüren. Die wollen wir ja nicht verlieren. Wir wollen das Peinliche verlieren oder nicht veröffentlichen. Aber wir wollen diese Allmacht weiterführen können. Tja, und das soll die Kunst, die Dichtung, was auch immer, erreichen können. Ihre Frage bleibt vielleicht, ob Sie das jetzt nachvollziehen konnten, diese Veröffentlichung in diesem Vor- oder Nachfilm. Das ist Ihre Sache. Aber sehr schön fand ich wirklich, das ist so, dass diese vielen Positionen der Tagträumer gut eingebaut wird in dem Film. Ja, da muss ich zwei sagen. Also das ist mein Lieblingszitat. Eines der von Alexander Kluge ist immer, wenn man einen Film machen will, braucht man eine fixe Idee und ein geradezu kindliches Omnipotenzgefühl. Und das muss so lange durchhalten wie die fixe Idee, also tendenziell bei diesen Filmen in Deutschland 5 Jahre. Das wird man irgendwie spüren und deswegen, also das... Bei diesem länger.
diesem länger, weil es ja zwei Filme waren oder auch aus erschwerten Bedingungen, aber im Großen und Ganzen ist das vielleicht einfach nur ein Hinweis sozusagen zu den praktischen Voraussetzungen. Aber ich finde an deiner Frage auch in der Tat sehr interessant, ich habe da auch drüber nachgedacht, ob das denn sozusagen, wenn man das jetzt durchdenkt, es gäbe dieses Medium, was dafür sorgt, dass ich die, ja vielleicht nicht nur die Tagträumerei, sondern man könnte es ja auch konstruktivistisch sehen oder Aspekte davon, die Wirklichkeitskonstruktion, die in den verschiedenen sozusagen die innerpsychisch in einzelnen Personen läuft, man würde die, teilweise würden die ganze Zeit veröffentlicht und es gäbe eine dritte Instanz, die das sozusagen allen sichtbar machen würde, wie an einem Regler, mal mehr oder mal weniger. Ich habe mich dann irgendwann entschieden, das sozusagen erstmal als eine Metapher aufzufassen über den Status der sichtbaren Realität in diesem Film. Es ist ja auch sehr schwer, das anders als Drogentrip zu machen. Also gibt es erstmal so einzelne Elemente, Flaschen, die nicht mehr aufhören, also so, die dann auch ihre Märchentradition oder romantische Tradition haben und wo man sie herholt. Die Normalität erlischt weltweit. Ich befinde mich hier auf dem Platz der Flaschen, die nicht zur Ruhe kommen, dem neuen Geheimtipp der A-Zone. Insofern ist das auch vielleicht ein bisschen von dem Testen, was speziell in Susannes Arbeiten, also auch zum Beispiel in der Arbeit White Lies ja massiv drin ist, wo das immer zwischen Gaga und Psychodrama sozusagen testweise hin und her fährt, vielleicht ist ein bisschen von diesem Testen auch in dieser Konstruktion drin. Ich meinte auch ein bisschen von dem Testen entdeckt zu haben bei der Situation, die du eben beschrieben hast, also wo das nachgemachte Sam Taylor Wood Kunstwerk mit dem tanzenden nackten Mann in der Sozialbauwohnung, aber trotzdem voller Ekstase. Und dann davor Peter Lohmeier, ein deutscher Fernsehschauspieler, wo man noch nicht mehr hätte zeigen dürfen und wollen, ja, also so genau bis zum Unterleib, aber gut tanzen davor. Und dann Peter Lohmeier, wie ich jetzt fand, auch so, wenn man es groß sieht, wirklich, das kommt ja von einer Probensituation von vor 4 Jahren, wo das Drehbuch mehr oder minder gelesen wurde, der sehr konzentriert spricht und da natürlich auch diese literarische Dimension mit drin hat. Auch da glaube ich, ist es also vielleicht kein Addieren, um aus der Situation rauszukommen, aber doch ein erzeugt einen bestimmten testenden Zustand zwischen diesen drei Medien, der eine eigene Präsenz hat. Vielleicht ein bisschen vergleichbar mit Medienkunst und insofern auch ein Weg raus. Also ich würde sagen, dass das völlig in Ordnung ist, zwischendurch aus diesem Film rauszudriften, und ich finde, der verträgt das auch. Also man kann dann wieder zurückkommen und hat jetzt trotzdem im Sinne einer Stringenz nichts verpasst, zumindest. Also man hat dann vielleicht eine schöne Szene verpasst, aber man würde es weiterhin verstehen, weil das ist ohnehin ein Trick zu sagen, dieser Film kündigt den anderen Film an. Dieser Film ist ein ganz selbstständiger Film, der auch eigenständig funktioniert, und er erklärt den anderen Film nicht. Also das dürfen Sie nicht hoffen. Ja, das ist leider so. Aber es ist trotzdem so, dass es gibt in dem Art Girls Film mehrere rote Fäden und ein oder zwei, das stimme ich auch zu, der Faden mit den kollektiven Erzählern, der wird natürlich hier richtig deutlich dick gemalt, und der andere Faden, dass also sozusagen durch ein Bio-Experiment hier auch was Neues passiert, dass also wirklich Würmer auf einmal anfangen, sich zu organisieren, und dass da also eine Science-Fiction-artige Wir-Qualität dazukommt, das wird hier auch deutlicher. Und das hilft den Leuten, die Art Girls sehen, die sagen, es ist ein großer, bunter Raum, den Leuten, es gibt auch Leute, die umgekehrt sagen, nee, ich brauche diese roten Fäden lieber nicht. Wenn sie es aber dann nochmal sehen, öffnet sich eigentlich der größere Erzählraum, und da fehlt ja immer was. Das ist ja, glaube ich, gerade das Gute daran. Ich glaube, das ist sehr entlastend, wenn man weiß, man muss nicht das immer als Ganzes überblicken, sondern man kann wie bei einem interessanten Buch auch nochmal sagen, ich muss nochmal bei Seite 120 anfangen, und das Ende modelliert den Anfang und ich lese es wieder anders. Also da ist die Idee der Leerstelle eigentlich eher entlastend. So bei Prüfstand 7 habe ich immer gesagt, die Leute, die während das im Fernsehen lief oder auf DVD mal rübergegangen sind zum Kühlschrank und sich ein Bier geholt haben und das zweimal gemacht haben, waren immer glückliche Zuschauer. Weil die haben gesagt,
Ich konnte den Film ja nicht passieren. Ich habe ja zwischendurch das Telefonat, konnte ich ja gar nicht kapieren, den Film. Ich habe ja zwischendurch telefoniert, mir zweimal ein Bier geholt und einmal musste ich auf Toilette. Und deswegen, aber es war sehr interessant. Also es war ein spannender Film. Die Leute, die da sitzen und denken, ich muss den ganzen Film zu 100%, auch ohne zwischendurch, man driftet immer ab, weil man ein bestimmtes Motiv auch erstmal verarbeitet. Das geht mir aber bei anderen Filmen, die ich selbst mag, auch so. Also jetzt auf einem ganz anderen Feld, aber so mein Straub, haben Sie schon mal versucht, Todes Empedokles von Straub-Huillet konsequent auf einen gleichbleibenden Konzentrationszustand zu sehen? Das geht nicht. Nach Minute 60 oder so ist man auf dem Ätna oder kurz woanders und kommt dann beim nächsten Schnitt wieder rein. Das ist so wahrscheinlich ja bei Opern auch so. Ich finde das gar nicht schlimm. Also man muss nur einen Trick finden, wie das die Zuschauer sich das verzeihen. Denn darauf sind sie, also auf dieses vollständige, angebliche, vollständige Verstehen, das ist wirklich ein ideologisches Kernelement. Und wenn da irgendwas an dem Tatort unverständlich ist, dann geht es richtig auf die Barrikaden. Also visuell wird man ja eingeladen, einfach weiter zu klicken und woanders hinzugehen. Aber dennoch gibt es immer ein Voice-Over. Also da wollte ich jetzt mal fragen, bei diesem Verzeihung. Warum? Warte, ich meine, das ist schon kontinuierlich, glaube ich, in diesem Film. Man kann ja wirklich auf dem kleinen Ding was machen und nicht zugucken, aber man hört immer mit diese merkwürdige Nacherzählung. Wie kam das dazu? Das ist mehr Fernsehen als Internet. Ja, das ist erstens, das hat eine ganz praktische Seite. Dieser kleine Fernsehfilm, der angeblich ein 52-minütiges Mockumentary ist, also fast ein Dokumentarfilm, über die neue Natur und dann auch einen entstehenden Kinofilm, ist ja die ökonomische Basis von dem ganzen Projekt, von beiden Filmen. Nur durch diesen kleinen Fernsehfilm, der noch um 23.50 Uhr in Deutschland möglich ist, weil es eine noch irgendwie nicht gleichgeschaltete, das müssen wir jetzt gleich wieder senden, aber das ist gefährlich sonst für die Redaktion. Also es gibt noch diese oder jene Redaktion spät nachts, wo man solche Experimente machen kann. Das geht aber nur noch da, wo ganz wenig Geld unterwegs ist. Deswegen ist das ein Dokumentarfilm, was wir gerade gesehen haben. Doku-fiktional ist auch okay. So, und da haben wir uns schon überlegt, auch mit der Redakteurin, das muss um 23.15 Uhr bei Leuten durch vorstellbar sein, die in Deutschland und in Frankreich da überrascht reinklicken. Und das ist das. Und da gab es schon die Idee zwischendurch, was soll ich machen? Ich bin mental eigentlich nach zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren Schnitt Art Girls mit einem anderen Cutter durch gewesen. Und so, okay, wir nehmen einen neuen Cutter, eine Cutterin, die sieht das nochmal anders und gehen zurück auf den Text, der nach dem Drehbuch entstanden ist, nämlich das Treatment. Und das ist der Treatment-Text 1:1. Den haben wir einfach vor 4 Jahren mal, die einzige Art, wie ich das nochmal neu sortieren kann, ohne in Schleifen zu kommen, habe ich doch schon mal anders, war möglichst nah bei den Sprechern zu bleiben. So, und deswegen, das ist das eine ist der produktionspraktische Grund und das andere ist der Grund, dass es einen sonst, ich das nicht mehr hätte organisieren können. Und auf diese Weise sind aber alle ganz viele andere Szenen oder Outtakes oder Sachen, die da noch rein sollten, wie die Psychomarionetten und dass die aber auch mehrere Formen von Animationen wiederum haben, 2D und 3D, dann quasi in den Film reingekommen. Und ermöglichen dieser eher robuste, ich würde sagen, dieser robust geführte, wo man sagen, man kann den auch wie ein Hörspiel, weil der Herr mit der dunklen Stimme ist die berühmteste Stimme für durchaus ganz normales Publikum in Mitteldeutschland beim MDR. Christian Steyer hat auch Märchenplatten in der DDR gesprochen und er macht die Sendung, Besuch im Leipziger Zoo oder so, oder Neues im Zoo. Und macht immer mit dieser Stimme sagt immer solche Sätze wie: Ah, oh, der Elefant hat heute gar nicht Hunger. Was hat der Elefant denn vor? Und insofern ist das, und das war dann irgendwie bewusst zu sagen: Okay, also man setzt jetzt einfach als Layer für diesen Film diese durchgängige Voice-Over, die auch sehr vertrauensvoll so daherkommt, die sehr verständlich geschrieben ist. 10 Seiten davon, die von Christian Steyer gesprochen werden, hat der Co-Autor Raimund Spitzer irgendwann, als das Drehbuch fertig war, hat er das ganze Drehbuch auf 10 Seiten runtergebracht, weil alle schon gesagt haben, das ist ja unverständlich. Wieder diese Verständlichkeit. Das war ein Treatment dann, 10 Seiten. Und in dieses Treatment habe ich dann irgendwann nochmal diese 9 Seiten mit der Maturana reingeschrieben. Nee, das war anders.
das war so oder wie war das? So, und diese im Grunde literarischen Schreibbewegungen, so die richtige Nacht erwischt und dann ging das, die stecken in diesem Film natürlich drin, während die in dem Film Art Girls vielfach also ganz anders sortiert sind. Da gibt es nur eine Phase von 15 Minuten, die diesem Film ähnelt, weil diese Voice-Over gesteuert ist und danach zerplatzen die Blasen. Also das ist nur, also so kann man es auch sagen, dieser Film ist sozusagen ein Zustand von den, ich zähle so 7 oder mehr Zuständen, die es dann in dem Art Girls Film gibt. Und das fand ich irgendwie auch eine interessante Proportion zwischen den beiden Filmen und großartig anders wäre es auch mental gar nicht mehr gegangen. Ist eigentlich, weiß ich nicht, ob ich so in eine Frage kleiden kann, aber ich merke, also mich beschäftigt dieses Katastrophenthema. Also wenn die Wirkung von Kunst katastrophal ist, was heißt das eigentlich? Und wenn ich bei diesen Schlussbildern bleibe, da liegen also viele Verletzte. Ich sehe, ja, das Blut ist eigentlich nur angemalt, also so furchtbar verletzt sind die hier gar nicht. Also ich weiß nicht ganz wirklich, ob ich das ernst nehmen kann. Und dann geben die sich ein Kartenspiel weiter und ja, die eine Hand, das ist wirklich jetzt blutig, die Karte. Und es, irgendwie geht es darum, die richtige Karte zu finden, aber ich kriege nicht mit, ob die überhaupt kommt. Da bleibt so etwas offen. Ich persönlich habe Angst vor Katastrophen. Das Spiel mit der Katastrophe, das hat was Befriedigendes, also wenn der Fernsehturm da zusammenklappt, oder fand es auch toll, wenn das Auto da gelupft wird. Das ist dann Schadenfreude von dieser Maschine. Aber scheiße, wenn das jetzt meins wäre. Und da ist etwas, was mich jetzt, also ich sag mal, einfach nur tief beunruhigt. Fertig. Ich kriege keine Frage raus. Also Katastrophe ist eigentlich das Fachgebiet von Lorenz Rickels, weil eher zu Catastrophe Preparedness, was unter anderem geschrieben hat, also sozusagen also einem kalifornischen Zustand, wo wir immer eigentlich so eine Art Probeleben machen und aber erst nach der Katastrophe, nach dem Big One, würde das richtige Leben beginnen. Also so habe ich noch einen Teil davon. Also man ist in so einem Provisoriumszustand und mir ist aufgefallen, dass wir hatten auch erst diese Übung gemacht, das war eine Übung sozusagen, und danach kam Fukushima und da hatte ich auch das Gefühl, genauso wie mit der Gruppenkonstruktion, die angesprochen wurde, man kommt da in Touch mit gewissen Frequenzen und muss die erstmal sortieren und dann muss man dann erstmal die Stelle finden, an der man die auch filmisch so bearbeiten kann, dass man sich von diesen teilweise damit verbundenen fatalen Faszinationen auch freimachen kann. Weil wir ja im Augenblick wirklich, und deswegen kann ich ehrlich gesagt auch nur sagen, ich finde die Bemerkung absolut zutreffend, denn diese Beunruhigung, ob und wie wir diesem Katastrophismus im Augenblick entkommen können und auch der damit verbundenen Georg Seslin sagt Katastrophengeilheit, die ja irgendwie sozusagen auch schon mittlerweile tagesschaumäßig in kleinen Portionen ausgegeben wird, also Angst und Angstlust oder so, wie wir dem entgehen können. Und in dem Zusammenhang ergab sich dann einfach nur die Möglichkeit zu sagen, also diese Ambivalenz, wo jetzt, ob wir in einer Dystopie ankommen oder ob wir dann doch unsere poetischen, technischen und anderen Fähigkeiten doch nochmal anders kollektiv zusammenkriegen, die ist ja in dem Film drin, insofern bleibt das auch beunruhigend. Und für mich wichtige Punkt ist nur, und das ist, kommt vielleicht in der Fabel nicht so richtig rüber, es werden wirklich zwei Stränge erzählt. Der eine Strang ist, die Wissenschaftler drehen an dieser L-Strahlung und an diesen Blockerstrukturen und sozusagen bringen quasi so eine Art seelische Genstruktur der Welt durcheinander. Und die Künstlerinnen machen die Erfahrung, dass das, was sie machen oder wünschen, Echos in der Wirklichkeit, sprich bei den anderen auch produziert. Für mich sind das immer zwei parallele Projekte, aber oder zwei parallele Vorhaben, wo nicht entschieden ist, wer ist hier eigentlich die Ursache. Also die Künstlerinnen könnten dieses Phantasma der Wissenschaftler ausgelöst haben, dass die auf einmal meinen, ups, jetzt können wir hier drehen und steuern, aber umgekehrt könnten die Wissenschaftler irgendetwas Festgefügtes auf den Lot gebracht haben, was auf einmal diese Kunstwirkungen hervorruft. Also das sage ich nur, da möchte ich jetzt sozusagen einfach auf der Ebene der Fabel
die Kunst ein bisschen in Schutz nehmen. Die Kunst produziert nicht automatisch diese Katastrophe. Nur Una Queens sagt, die macht so wie viele zeitgenössische Künstler Kunst über unsere Katastrophenfaszination und macht halt Katastrophenkunst. So, also das heißt, der Film ist da uneindeutiger. Also wenn sozusagen nach dem Sehen des Films die Frage ist, gehen die damit richtig um oder nicht, oder was also wenn diese Frage virulent bleibt, sind die kollektiven Erzähler nicht einfach nur jetzt wirklich eine Wunschfantasie und blüht uns stattdessen sozusagen eine Serie, weil wir haben ja gar nicht die Medienmacht zu unterbrechen, wie wir mit Katastrophen beschossen werden. Also das finde ich eigentlich, das entspricht den Angeboten des Films, und ich finde, das ist eine interessante Wahrnehmung. Ich würde hinzufügen, dass wenn die Kunst so groß geschrieben wie in diesen Filmen, so groß geschrieben wird wie in diesen Filmen oder so groß projiziert, dann ist sie gedanklich so groß wie die Masse, die Massenpsychologie, aber auch so groß wie die Technik selber. Und wir haben uns daran gewöhnt, dass diese Übermächte die Möglichkeit einer Katastrophe in sich bergen, aber auch die Möglichkeit, die Katastrophe zu überleben oder sich vor allen Dingen darauf vorzubereiten und im Voraus damit zu leben und sie somit einzukapseln sozusagen. Das wäre mal einfach was ganz Schnelles dazu. Wenn die Kunst so groß ist, dann muss das so sein, finde ich. Ich wollte noch was sagen zu dem unechten Blut. Also ein weiterer Aspekt an dieser Szene ist, dass das ja selbst eine Probe ist vom Deutschen Roten Kreuz oder vom Technischen Hilfswerk. Die haben jeweils eigene Schminkteams, die diese Wunden schminken, um neuen Mitgliedern oder jungen Mitgliedern zu zeigen, wie so eine Wunde im Katastrophenfall aussehen kann, damit die da nicht so erschrecken und auch genau wissen, was sie dann tun sollen. Und dieses Schminkteam, das hatten wir dann eben auch dabei. Also die haben diese für unsere Maskenbildnerin katastrophalen Wunden gemacht. Also da gab es dann auch nochmal zwei Realitätsebenen. Die hat danach das Set verlassen und wir brauchten eine neue. Aber man hat natürlich einen Aspekt drin, der auch noch auf eine andere Weise mit Kunst zu tun hat, nämlich das ist ein Probeexempel für partizipatorische Kunst war. Auf derselben Ebene eigentlich situiert wie dieses Enki 100 Projekt oder andere Projekte. Also wie kann man überhaupt, also sagen wir mal, die Funktion bei einer Filmherstellung, wo einzelne Köpfe arbeiten müssen, mit denen, wo Teams arbeiten, mit denen, wo Gruppen arbeiten, wo aus den Gruppen vielleicht noch was anderes als eine Community, aber dann vielleicht für einen Moment ein Zusammenhang wird. Also da drin war das auch durchaus als künstlerisches Experiment angelegt, und so wurde es dann auch da im ganzen Raum Göppingen in der Lokalpresse, man konnte da hinkommen und bei einem Film mitmachen auf eine andere Art und Weise als sonst. Man war nicht nur Statist, sondern man brachte ja eine Erfahrung mit, auch eine dokumentarische Erfahrung, und ich finde allein die Art und Weise, wie die sich bewegen und wie die da spielen und wie die sozusagen diese auch 60 oder 100 Jahre organisierte Katastrophenbewältigung, das sieht man ja auch ganz dokumentarisch. Unabhängig davon, dass das spielfilmmäßig so völlig zu Recht nicht so, also sieht man, dass das keine guten Spielfilmbunden sind, aber dokumentarisch sieht man, wie die da ohne Worte sich diese Dinge so geben und kann das genauso wie in Art Girls diese oder jene Bunkersituation übertragen. Also in die Vergangenheit, aber auch in die Zukunft, oder auch befragen, welche Qualitäten sind drin, die man rauslösen kann aus den bisherigen Verläufen. So würde das wahrscheinlich Kluge machen. Er würde sagen, erstmal halten wir fest, die Feuerwehr ist in den letzten 120 Jahren dreimal mit demselben Aufmarschplan an derselben Stelle angekommen. Einmal brannte der Reichstag. So, was war noch? Ja, oder wir hatten das auch in Leipzig bei dem Lichtfest, das war das Krasseste. Man sieht diese eine Stelle, wo diese Autos im Mittelpunkt sind und dann rennen da die 100.000 Leute drumherum. Und der Fernsehturm ist reingekippt und hinten ist die Zentralbank und der Prater ist auch noch da. Das hat David Jahn aus Frankfurt schön kombiniert, bis wir kompensieren konnten, dass das Leipzig war, weil die Aufnahme war nochmal aus Leipzig von diesem Lichtfest, wo
100.000 Leute um die Stadt gingen. Und das ist jetzt rein anekdotisch, aber während wir das so vorbereiteten, sagten auch die Polizisten natürlich, ja, 100.000 Leute. Ich meine, wo stellen wir uns denn jetzt auf? Was machen wir denn? Und sagen, ja, wo haben wir denn 89 gestanden? Das waren genau dieselben Leute, die sich, ja, da waren wir in der Straße und in der Straße. Also so, das heißt, da sind Erfahrungen unabhängig von der ideologischen Ausrichtung und so weiter, und dann noch vorgeschaltet, vielleicht auch so wie Wunschproduktion noch ganz elementar, sind auch Dinge drin, die ich, von denen ich finde, das ist wertvoll, die zu dokumentieren, weil die reichern so einen Film an, auf Weisen, die nicht unbedingt planvoll sind, aber im Schnitt beobachtet man das, stellt eine gewisse Konzentration fest, guckt, spielen die doof oder ist das stimmig, nicht authentisch, aber stimmig, und dann hält man das. Und das schwingt auch mit bei dieser Katastrophe. Also die Gruppenfunktion, die dadurch ermöglicht wird. Natürlich sind wir wieder bei der Gruppe. Das war nochmal so eine Gruppe, die wir da hatten. Also. Gut, wenn sind noch Fragen, haben Sie noch weitere Anmerkungen oder wollen Sie noch ein Schlussstatement abgeben? Und dann danke ich Ihnen ganz herzlich erstmal fürs Kommen, Professor Rickels, Robert Bramkamp, Susanne Weyrich. Danke für Ihre Informationen, danke, dass Sie den Film mitgebracht haben. Vielen herzlichen Dank auch an das Team von Sebastian Schäfer und an Christina Zartmann vom ZGM Videostudio. Und ja, einen schönen Samstagabend dann noch. Danke.